Nur wenn weltweit und gemeinsam gehandelt wird, kann Klimaschutz gelingen. Diese Herangehensweise ist Leitmotiv bei der Umsetzung der Klimaschutzziele im Enzkreis. Sie basieren auf drei Bausteinen: CO2-Vermeidung, Verminderung und Kompensation. Wir leisten unseren Beitrag, wir wollen Vorbild sein und wir müssen uns weltweit vernetzen, um einen möglichst großen Effekt im Klimaschutz zu bewirken. Und es geht nicht ohne Kooperationspartner. Die Stabsstelle Klimaschutz und Kreisentwicklung ist zentraler Koordinator bei der Umsetzung der Ziele zur CO2-Vermeidung und Kompensation. Sie wählt die Projekte aus, hält den Kontakt mit den Partnern und verwaltet die Projektgelder. Keine leichte Aufgabe, wenn man nicht nur regional, sondern weltweit Projekte betreut und auf nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit setzt. Um die Projekte zu finanzieren, haben die Klimaschützer aus dem Enzkreis mit einem regionalen Unternehmen eine freiwillige CO2-Kompensationszahlung vereinbart. Ein Teil der Gelder floss beispielsweise in ein Aufforstungsprojekt auf der Insel Leyte in Indonesien, umgesetzt von einer Genossenschaft von Menschen mit Behinderungen. Andere Projekte werden in Afrika betreut. So ging der Enzkreis mit dem Masasi-Distrikt in Tansania eine Klimapartnerschaft ein. Zentraler Bestandteil der Hilfe ist die Unterstützung bei der Einführung erneuerbarer Energien. Ein Hospital bekam eine Solarstromanlage, der Kreis stellte Solarkocher zur Verfügung und half beim Bau von Biogasanlagen. Wir begeben uns gemeinsam auf dem Weg der erneuerbaren Energien und versuchen eben bei uns und dort CO2 zu vermindern und auszugleichen. Neben solchen direkten Partnerschaften hilft der Enzkreis auch indirekt. Mit Spendengeldern für Vereine und Projekte, die aus dem Landkreis heraus ihre Hilfe und Unterstützung in die ganze Welt tragen. Geld gab es beispielsweise für den Verein Erde der Kinder, der in Burkina Faso den Schulkindern Solarlicht bringt. Unser Verein unterstützt die Kinder mit Solarlampen so, dass sie in der Dunkelheit lernen können. Auch das Projekt Licht für Gando unterstützte der Enzkreis. Durch die Bereitstellung von Solarlampen. Wir bringen Menschen in Afrika bei, ihr eigenes Solar-Home-System zu bauen und später auch zu reparieren. Spendengelder gab es ebenfalls für eine Schule im Kongo. Wir haben Solaranlagen in unserer Schule im Kongo installiert und jetzt brauchen wir keine Öllampen mehr. Aber auch im Landkreis selbst gibt es viele Kooperationen beim Klimaschutz. Bäume sind ideale CO2-Speicher. Deswegen investierte der Enzkreis in ein Aufforstungsprojekt. Die Baumpflanzungen wurden mit Schulklassen durchgeführt und mit einer Unterrichtseinheit zum Thema Wald und Klimaschutz verbunden. So wurden hier 500 neue Bäume gepflanzt, die für den Klimawandel besser gerüstet sind. Die alten Buchen sind langsam kaputt gegangen, da der Standort für die Buche einfach nicht geeignet ist. Und wir haben uns entschieden, eine standortsangepasste Baumart jetzt hier zu pflanzen, die Traubeneiche. Ein weiterer regionaler Kooperationspartner des Enzkreises sind die kreiseigenen Schulen. Für den Einsatz in Afrika entstehen hier die Solarkocher und Solar-Home-Systeme. Bei der Montage lernen die Jugendlichen der Berufsschule zusammen mit behinderten Schülerinnen und Schülern mit Werkzeug und Maschinen umzugehen und entwickeln ein Bewusstsein für erneuerbare Energien und den Klimawandel. Um seine Klimaschutzziele erfolgreich zu erreichen, hat man im Enzkreis ein gut funktionierendes Netzwerk von vielen Helfern und Kooperationspartnern geschaffen. Das Prinzip der Kooperation ist ja wesentlich wirksamer. Alleine können wir diese Riesenaufgabe nicht stemmen. Wir brauchen Helfer, wir brauchen viele Menschen, die zusammenarbeiten. Wir haben auch vor allen Dingen das Ehrenamt mit einbeziehen können. So wird der Hauptteil der Arbeit mit den Klimaschutzpartnern in Afrika von ehrenamtlichen Helfern geleistet. Der Enzkreis verbindet Klimaschutz mit Entwicklungshilfe und Inklusion von benachteiligten Menschen. Er zeigt, dass kommunaler Klimaschutz nicht nur auf einen Landkreis begrenzt sein muss, sondern auch weltweit und interkulturell erfolgreich funktionieren kann.